Willkommen auf gutscheinrausch.de. Heute wollen wir euch die mobile Anwendung von Ars Habitandi vorstellen. Das ist ein Designversand und dieser Designversand hat auch eine mobile Anwendung, die es kostenfrei gibt und die es euch ermöglicht, auch von unterwegs diese unterschiedlichen Designstücke aus den unterschiedlichen Kategorien einzukaufen. Ja, nach dem Download erhält man hier oben gleich so einen Slider mit einigen gefeaturten Produkten. Die kann man natürlich direkt hieraus öffnen. Es ist aber auch möglich, hier über Produkte Anzeigen in die normale Kategorieübersicht zu gehen. Hier findet man jetzt schon einige, zum Beispiel Kategorien wie Kochen und Genießen, Tisch und Tafel, Bad und Wellness und auch vieles, vieles mehr. Ich finde besonders interessant Wohnen und Lifestyle. Das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Nehmen wir einfach mal Lifestyle Accessoires. Das ist eigentlich so das Coolste, wie ich finde, was man hier auf der Seite kaufen kann. Und ja, jetzt kann man hier auf einige Sachen zurückgreifen. Öffnen wir einfach mal was. Zum Beispiel diese Hülle hier. Das ist eine Hülle, eine ganz besondere, nämlich eine Tasche aus alten Feuerwehrschlauch. Von Fireware ist das, glaube ich, soweit ich weiß. Man kann jetzt sich hier das Bild nochmal anschauen. Man kann aber hier auch drin rumscrollen, das Ganze in den Warenkorb legen oder für später merken. Und ansonsten findet man hier noch eine normale Beschreibung, ganz einfach angezeigt. Und da kann man sich natürlich auch einige Informationen einholen. Es gibt sonst hier die Möglichkeit, auf den Barcode-Scanner zurückzugreifen oder auch eine ganz normale Suche zu starten. Es gibt eine Verknüpfung zum Warenkorb. Und ansonsten, wie gesagt, die ganzen anderen Detailseiten sehen im Prinzip gleich aus. Das können wir euch jetzt natürlich nicht alles zeigen, da müsst ihr dann dementsprechend selber schauen, welche Produkte euch interessieren. Ja, noch ein paar weitere Verknüpfungen hier zu den sozialen Netzwerken, so das Übliche. Aber jetzt gehen wir mal auf den nächsten Tab, nämlich den Bereich Suchen. Hier kann man nämlich ein Stichwort eingeben oder auch einen Barcode-Scanner starten, mit dem man dann ebenfalls die Datenbank hier durchsuchen kann oder diesen Shop hier durchsuchen kann. In der Mitte gibt es noch eine Verknüpfung zum Warenkorb, da sieht man jetzt die Rechnung. 4,95 € Versand fallen hier in diesem Falle noch ein. Man kann hier auch noch einen Gutscheincode eingeben, falls es einen bei uns gibt. Unten findet ihr die Merkliste. Man kann hier zur Kasse gehen und dann letztendlich hier die Bestellung komplett mobil abschließen. Und ja, das sind so diese üblichen Punkte. Es gibt aber noch ein bisschen mehr. Hier zum Beispiel nochmal das Impressum. Hier auch noch so ein paar Informationen zum Kauf, wie die AGB und die Widerrufsbelehrung. Und im Bereich mehr hat man dann nochmal die Möglichkeit, sich anzumelden oder zu registrieren. Das ist natürlich nötig, denn mit dem Account werden dann dementsprechend die ganzen Daten gespeichert, wie Bezahldaten und Lieferdaten. Und ansonsten ist das hier eine ziemlich coole Anwendung. Man fügt die Dinge einfach in den Warenkorb ein, geht zur Kasse und bestellt dann ganz einfach. Eine ziemlich gute Sache, wie ich finde, und auch wenn man nur ein bisschen stöbern möchte, ziemlich gut gelungen. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.